96. Stelle, aber hier mit ganz vorne, direkt hinter Borussia Dortmund, um auch mal so deutlich zu machen. Ich spiele in der Westfalenliga mit einer Mannschaft, ja. Und dritter Platz hier auf Westfalenebene geht also in diesem Jahr an die U17-Junioren der SG Techte. Ich darf sagen, ganz herzlicher Glückwunsch. Das ist absolut ein Top-Ergebnis. Das muss man eigentlich nicht dazu sagen. Und das soll für alle auch weiterhin ein Ansporn sein. Ja, nicht? Fair geht vor, das ist unser Thema. Ich das mit der Urkunde. Und ich darf dann den Vertreter des Teams hierher bitten. Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder bei 1919 TV. Ihr habt gerade einen schönen Einspieler gesehen, warum wir uns hier heute getroffen haben. Eine ganz besondere Ehrung steht an bei den B-Junioren der letzten Saison. Dort gab es heute einen Preis, und zwar den Fairplay-Preis, dritten Platz. Da müssen wir mal den Trainer Friedhelm Moers mal kurz fragen, was das so auf sich hat. Was ist das für ein Preis, den ihr heute gewonnen habt? Ja, es wird eben halt über die ganze Saison ausgerechnet mit gelben Karten, mit roten oder gelb-roten Karten, mit Platzverweisen und Zeitstrafen. Und wer davon, da gibt es eine Punktwertung. Das kann man sich auf fußball.de auch anschauen. Und danach wird dann ausgerechnet, überkreislich, welche Mannschaften eben halt die wenigsten Punkte hat, die gewinnt. Und da haben wir den dritten Platz gemacht mit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkten. Auf jeden Fall recht gut abgeschnitten. Hat auf jeden Fall gereicht, um den dritten Platz zu holen. Raffi, ist so ein Wettbewerb, ist das überhaupt ein Thema in der Saison, dass man sagt, wir wollen da mal drauf achten, dass wir da irgendwie in so einem Wettbewerb vorne dabei sind? Also wir wussten davon ehrlich gesagt vor der Saison gar nichts. Wir wurden relativ überrascht nach der Saison mit dem Ergebnis und haben uns dann aber natürlich trotzdem gefreut darüber, dass wir da den dritten Platz gemacht haben und dann jetzt diesen Preis entgegennehmen durften. Ist auf jeden Fall was Besonderes, weil man sollte anmerken, ich glaube, wir stehen hinter Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, zweiter Platz. Das sagt eigentlich schon aus, was für einen Stellenwert das hat. Und diesen Stellenwert können wir natürlich auch nur untermalen. Wir haben mit Charlotte Blümel heute eine Nationalspielerin, ihr habt sie vor kurzem noch im Fernsehen gesehen, die den Preis übergeben hat. Für dich auch sicherlich mal eine ganz interessante Geschichte, auch wieder hier bei der SG Techte zu sein, oder? Auf jeden Fall, ist lang her, dass ich hier auch auf dem Platz gestanden habe. Ist aber immer wieder ein schönes Gefühl, auch die alten Leute wiederzusehen. Das macht immer sehr viel Spaß. Wie ist denn bei dir aktuelle Stand bei dir überhaupt? Du spielst jetzt in Gütersloh. Wie sind die Kontakte nach Techte momentan? Also man hat ja immer irgendwie noch ein bisschen Kontakt. Ich habe ja mit den Jungs auch früher noch zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und dann, ja, ich meine, man sieht sich ja nicht hier, verliert sich ja nicht auf den Augen in der kleinen Stadt, sag ich mal so. Und deswegen wurde ich da einfach nochmal angerufen und gefragt, ob ich vielleicht kommen kann. Und das übergeben kann, mache ich natürlich gerne. Ich sage ja auch mal, wir sind das geilste Dorf im Münsterland. Von daher, das passt schon. Friedhelm, du bist jetzt Trainer U19. Wie geht das jetzt? Ist das wieder ein Punkt, dass man sagt, da kann man mal wieder irgendwann angreifen, auch für so einen Wettbewerb? Es stand ja auch schon jetzt vor kurzem in der Zeitung, dass wir haben die Leistungsliga jetzt geschafft. Das war ja jetzt bis vor kurzem. Jetzt geht es eben halt in die richtige Meisterschaft. Und wenn wir durchweg mit der Bestbesetzung starten könnten, dann könnten wir schon oben mitspielen. Aber das ist in der A-Jugend natürlich immer so ein Thema. Da sind eben dann ganz viele Sachen, die da anderen Vorrang haben mit Schule. Der Jungjahrgang hat jetzt Abi, Abschlüsse. Von daher müssen wir mal gucken, wo wir dann landen. Aber die Mannschaft ist schon sehr gut drauf. Also das muss man schon so sagen. Wir werden es beobachten und drücken natürlich da erstmal die Daumen. Dann zum Schluss haben wir noch das Thema. Ich habe hier einen wunderbaren Schal. Ihr kennt ihn, unseren Jubiläumsschal, den wir bekommen haben. Ich will nur mal darauf hinweisen, wir haben wieder eine neue Lieferung bekommen. Wir können wieder Schals holen. Und das nutzen wir natürlich auch, Charlotte, dass du unseren Jubiläumsschal natürlich bekommst. Und ich hoffe, ich überreiche den mal so, dass du den natürlich auch gerne trägst. Ist eine ganz tolle Geschichte. Allgemein schöner Abend. Also ich finde diesen Preis super. Schön, dass du das gemacht hast. Und wir drücken natürlich weiter die Daumen, dass es hier so weitergeht. Danke euch und man sieht sich. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.